Hallo Leute, Sil hier und willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So, das wirkt ja erstmal friedlich. Zur Not muss ich hier auf die Leiter hochflüchten. Jetzt gucken wir uns erstmal an, ob das gewalttätig ist. Also bis hierher erstmal nicht. Hat doch auch irgendwie so ein Flügel-Look hier irgendwie, ne? So ein bisschen Gothic-Flügel-Style irgendwie. Wer ist das Vieh? Lubeck. Mal gucken, ob uns das Vieh irgendwas bringt. Hallo? Das hätte aber treffen müssen jetzt. Oh, was für ein Geräusch, ey. Hopp. Aua. Hoch. Ach, der kommt da auch durch. Gut, der Schaden hält sich in Grenzen. Wenn ich hier nicht festhängen würde. Aber. Okay, das geht so nicht wie bei den Bären. Da konnte man so ein bisschen vorbeirennen. Aber. So. Oh, der ist da gepanzert. Ja, das ist gut. An den gelben Sachen sieht man den Kopftreffer. Ja, steck den Kopf hier nochmal raus, komm. Bist du gerade am Wegrennen? Er braucht so einige Kopftreffer, bis der umfällt. Was für ein Geräusch. Nicht wirklich Lust drauf, da Bekanntschaft zu machen. Gucken wir doch mal, ob der uns was Schönes gibt. Der gibt uns vor allem Fell. Und offenbar jede Menge Knochen. Quasi wie so ein friedlicher Bär. So, wo sollen wir jetzt hin? Er hat nur gesagt, wir sollen das Kurzstreckenradio bauen. Da ist Wasser. Da sind Fische. Da läuft irgendwas. Das heißt aber, wir gehen hier rüber an den See unten hin. Geht das? Ja. Spring! Ach. Hier sind nämlich Piranha drin, habe ich schon gesehen. Muss nicht sein, dass wir hier uns anknabbern lassen. So, hier kommen wir noch raus. Genau, perfekt. So, wir haben Holz, um ein bisschen was zu bauen. Das ist eine Höhle? Fragezeichen. Da läuft irgendwas. Ah, Vögel, perfekt. Da ist eine Höhle. Okay, hier bleiben wir. Sieht aus, als ob da hinten irgendein Haus steht. Wir haben Steine. Ich will nicht so weit vom Wasser weg. Hier würde ich sagen, können wir bauen. Von mir aus hier irgendwie. So, ich weiß nicht mit den vielen Werkbänken, wie viel Platz wir brauchen. Wir nehmen die mal hier als, da sagen wir mal, ja, wie soll man es nennen, Fundamentgeber.
So, das erstmal da rein. Essen haben wir noch nicht, das wird eigentlich auch mal Zeit. Das klingt schon wieder sehr unfreundlich. Das ist insofern spannend, dass man jetzt erstmal lernen muss, was ist eine Gefahr und was nicht, weil manche Sachen klingen brutal, sind's aber nicht. So, wir machen mal den hier. Achso, wir brauchen Fasern, aber dafür haben wir jetzt ja den hier. Und wir sind immer diese Blümchen. Ne, die kriegen wir so nicht weg. So, so kriegen wir nämlich viel mehr Pflanzenfasern. Und dann machen wir schon mal ein Lagerfeuer auch. So. Eins, zwei, drei. Und dann bauen wir hier mal so eine Unterkonstruktion. Boah. Boah. Ich blute. Ich brauche einen Verband. Jetzt kommst du auch, also wie die Wölfe. Ihr seid also die modernen Wölfe. Ja, okay, okay, okay. Fleisch ist immer gut. Willst du mich angreifen? Da kommt er tatsächlich gucken. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich kann nämlich den Vogel brauchen, den kleinen. Na, ich wollte gerade sagen, da höre ich doch schon was. Wow. Okay, aua. Oh Gott, jetzt sterbe ich gleich. Warte mal. Nein, nicht gut. Okay, so viel zum Thema Gefahr. Lagerfeuer. Holz und Fleisch rein. Ich brauche Essen. Okay. Angst. So, her damit. Knochen sind wichtig. So ziemlich jedes Material ist wichtig. So, jetzt haben wir den mitgenommen. Und gerne können alle wegbleiben. Die müssen jetzt hier nicht herkommen. So, wir häuten die erstmal. Oh, das war nicht gut. Weil Kadaver ziehen auch noch irgendwelche Viecher an und das ist ganz gut, wenn wir denn jetzt keine Kadaver hier haben. So, und wir wollen hier was essen. So, und dann heilen wir jetzt auch. Nein! Lass mein Vieh in Ruhe. Alter. Ja gut, dass ich schon mal etwas gegengeheilt hatte. Oh. So viel zum Thema Kreaturenabschreckung. Ich mal in Ruhe Basis aufbauen. Ne, da nicht. Ne, das auch nicht. Wie kriege ich denn dich jetzt wieder eingesammelt? Gar nicht, hä? Brauche ich einen Hammer? Haben Sie einen Hammer? Das verbiete ich mir. Da. Fasern. Echt? Ich habe keine Fasern mehr? Hammer. Normalerweise könnte man mich eh irgendwie gedrückt halten und das dann einsammeln. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur mit einem Hammer geht. Reparieren, upgraden wollen wir nicht. Nee. Das ist schlecht. Dann brauchen wir nochmal so einen. So, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Böden. Nein, dann bauen wir mal 6 Böden. Und das geht nicht, weil wir kein Holz haben.
Warum erinnert mich das an Factorio? Das kommt dabei raus, wenn man mit einem Schlag den Baum zerlegen kann. Sehr schön. So. Eigentlich ist er viel zu klein. Das heißt, wir brauchen nochmal 1, 2, 3, 4. Ja, was ist denn hier mit den Fasern los? Das haben die aber ganz schön reduziert, glaube ich. Also was man hier mit der Sichel vorher an Fasern rausbekommen hat. Angst. Na? So, kurz gucken, ob das jetzt noch irgendwem angezogen hat. Achso, warte mal, ich habe ja da wieder so eine Wunde, ne? Verband. Da läuft schon wieder irgendwas. Das ist so also ein Redviehzeug, hä? Das klang doch mehr nach Wolf gerade. Und die kommen immer hier aus dem Wald. Warte mal, guck mal, das können wir doch hier mal irgendwo hinstellen. Was ist das da für ein Symbol? Als ob ich da gleich was sieht. Es wird dunkel, hä? 19 Uhr wird Zeit. Ah, was ist das da? Ist das ein Hase? Also im Original gibt es auch Hasen. Also was heißt Original? In der Standardwelt gibt es Hasen. Was ist jetzt passiert gerade? Einer hier das Licht ausschaltet. So. Jetzt brauchen wir 3, 6, 9, 12, 13, 14 Wände. Ha! Nicht im Ernst, ey. Oh, da oben. Ah, so ein Blaurücken. Okay, okay. Vor dem Blaurücken keine Angst, ich habe. Warte mal, ich muss mal hier doch noch ein paar Steine weglegen. Wo sind die Steinhaufen da? Die Steinhaufen kriegen wir dann nämlich einfach wieder zurück. So, dann haben wir hier. So. Dann haben wir weniger Gewicht. Eins, zwei, drei. Dann gucken wir doch mal, ob uns das Spiel einen Gefallen tut. Leider nicht. Rucksack voll. Rucksack voll okay für mich ist. Jetzt haben wir zu wenig Fasern, hä? Warte mal. Das kommt mal hier rüber und wir schmeißen mal das alles da rein. Wir haben schon wieder viel zu viel Fleisch. Das ist eigentlich ganz gut. So, Sauerstoff. Drei, sechs, neun, zehn, elf brauchen wir noch. Wir haben aber nur fünf. So, ich mache absichtlich keine Fenster rein. Weil das Viehzeug uns durch die Fenster sehen kann. Und das ist schlecht. So, diese komischen Wölfe hatten doch so rote Augen. Wäre jetzt ja fast die Frage, sieht man die im Dunkeln, die roten Augen? Also ein paar mehr Pflanzenfasern wären echt nicht verkehrt, warte mal. Das ist, wenn es rot ist und wegläuft, hat es uns gesehen. Und was uns gesehen hat und wegläuft, ist ja keine Bedrohung für uns, Gott sei Dank. Ach so, warte mal, hier gibt es diese komischen Samen.
Weil das Spiel quasi ja weiß, dass es nicht genug Pflanzenfasern gibt, richtig? Nee, doch, die Wand ist richtig rum. Die zu krummeln. Oder? Nee, die ist falsch rum. Aufsammeln? Ich will es nicht aufwerten, ich will es aufsammeln. Wie ging das denn aufsammeln? Holzhammer. Noch ein Messer. Also eigentlich ging das, aber ja, das ist ein Stück weit die Frage wie, na gut, dann bleibt die Wand halt falsch rum stehen. 1, 2, 3, 4 Wände brauchen wir noch, also plus 2, 6. Ach guck mal, das sieht doch gut aus. Da, und dann brauchen wir 6 von denen. Und dann brauchen wir auch noch Dächer, aber die machen wir dann. So, hier kommt jetzt eine Tür rein. Und oben drauf kommt das. Und dann machen wir die hier. So rum. Und Dachspitze. Oh oh. Stimmt, da habe ich vergessen, wir brauchen hier noch. Nee. Die hier. Wo ist er? Da ist er. So, das stützt das Ganze ab. Und dann wackelt das nicht mehr und ist auch nicht mehr kaputt. So, wir brauchen 3, 6, 9 Dächer. Von mir aus 10 für eine. Okay, Fasern fehlen mal wieder. Genau, du. Okay, Karotten. Karotten ist gut. Fasern. Nein. Wir gehen nicht zu den bösen Geräuschen. Interessanterweise. Kommt jetzt hier im Dunkeln gar nicht so viel, ne? Ich hoffe, das ist dieses komische blaue Viehzeug. So, genau, du kommst mal mit, komm mal her hier. Genau, dass wir die Kante da unten nicht haben. Genau, deswegen stellen wir da eine Rampe hin. So, genau, dann haben wir den in Sicherheit. Was wollte ich jetzt? Dächer. 8, 9. Wir brauchen eine Tür. Achso, wir brauchen nochmal eine Treppe. Da brauchen wir nochmal so hin. Egal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und da muss so einer hin. Ah, hat er nicht gespeichert. So. Eine Tür. Ja, komm schon. Und haben wir nochmal? Ne, haben wir nicht, weil. Was fehlt denn jetzt? Holz. So, aber jetzt kann der stehen bleiben. Und dann läuft er uns nämlich nicht weg. So, wir holen nochmal Holz. Ah. Der Baum tut uns nicht den Gefallen, sofort weg zu sein. Da. Den brauchen wir. Wir brauchen sowieso noch mehr Holz. Ich hätte halt auch von der Raumstation so eine bessere Axt mitnehmen können. Dann würden wir jetzt schon mehr Holz hier rauskriegen. Aber warum einfach, wenn es auch schwierig geht? So, wir wollen eine Treppe. Ja, da wollen wir sie hin. Okay. Wir haben unseren ersten Unterschlupf. Wir machen gleich mal einen Schlafsack, das ist gut. Wir brauchen eine Werkbank, das ist auch gut. Wie
Ich wollte gerade sagen, wo kommt die Werkbank? Wo ist die Werkbank? Da oben. Die haben wir jetzt hier. Wenigstens ist dieser... Er hier. Ein bekanntes Geräusch. So, wir wollen dann dieses Ding hier. Damit kriegen wir nämlich vernünftig Sauerstoff wieder. Müssen wir nur mal ein paar Ressourcen für sammeln. Hm. Üblicherweise passt das hier immer noch gut hin an der Tür. So. Und können ja schon mal ein paar Sachen mit rüber schmeißen. Wir haben viel Leder vor allem bekommen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das können wir nochmal brauchen. Das ist auch mal was zum Atmen. Okay, das ist erstmal Dekorationsbank. Wir brauchen dann irgendwie Eisen. Kühlbehälter. Wo ist denn das, was wir brauchen? Also Stein können wir auch erstmal brauchen. Pökelstation. Das hier brauchen wir, glaube ich. Also wir brauchen auf jeden Fall Eisenbarren. Kurzstreckenradio, den hier. So, ich hole mal den Stein rein. Achso, wie wäre es mit einer Kiste? Haben wir hier eine Kiste zum Bauen? Nee, habe ich nur hier. Fasern. Dein Ernst jetzt. Alter. Wer hätte gedacht, dass Fasern so Mangelware sind? Hier sind Bäume, da gibt es bestimmt auch Fasern, genau. Das hier bist du so steppenartig irgendwie, hä? Vielleicht haben wir ja später Glück. Es gibt hier auf dieser Map auch noch ein paar Regionen, die ein wenig freundlicher gesonnen sind. So, einmal nehmen, nehmen, nehmen. Da haben wir schon mal 300 Steine. Wir bauen einmal hier eine große Kiste. Dann hätte ich gerne das hier gebaut. Erstmal den ganzen Stein darüber schmeißen. Ja, genauso wie nochmal Holz. So, dann kommt der nämlich dahin. Das ist hier quasi, ne? Ihr seht's. Großer Kamin, wo man noch Essen machen kann. Und da kommt unser Bettchen hin. So. Dann können wir auch die Nacht überspringen. Essen, Essen, Essen. Ja, Essen. Samen haben wir ja irgendwie. Das war auch früher anders. Und nehmen wir mal hier. Oh, warte mal. Alles nehmen, so. Dann legen wir nämlich einmal um hier. Zack, zack. Ja, wobei, das Zeug brauchten wir ja sogar ein Stück, ne? Jetzt habe ich zwei Kisten, ist das richtig? Habe ich zwei Kisten gebaut? Hm, wer weiß. Wir schmeißen erstmal nochmal hier rüber. Genau, dann können wir hier erstmal Zeug einlagern. So, dann kommt ihr hierher. Pfeile haben wir auch nicht mehr so viele. Das können wir auch hier lassen. Das nehmen wir mit. Ah, da fliegt der Kea. So, Nacht überspringen. Das ist um 2. Ja, komm mal, wir legen uns mal hin. Nacht ist übersprungen, ne? Das Spiel läuft quasi nicht weiter. Es wird nur die Tageszeit geändert. Oh, das sieht gut aus. Wir gehen mal ins Wasser. Hallo, E. Nimm's mal mit. Ach, dann gibt's nur Fasern, wenn ich das damit ernte. Das ist schlecht. So, wir haben Wasser. Wir haben Fasern. Wir brauchen mal Sauerstoff, ne? Wir brauchen auch Schwefel für... Vorhin habe ich genug Schwefel gesehen. Wo haben wir jetzt Schwefel?
Üblicherweise eigentlich da am Felsen lang. Ah, Melone. So. Ja, hier, der da. Weiß nicht, ob die Kia mittlerweile was machen. Das suchen wir gerade nicht. Das ist Kohle. Salz. Wir könnten Salz für eine Pökelstation mitnehmen. Na sag mal, hier wird auch irgendwo Schwefel jetzt rumliegen. Vorhin haben wir so viel Schwefel hier sehen. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, Kea ist mir egal. Reicht's, das können wir mal hier irgendwie gucken. Ah, normaler Stein. Oh, diese Geräuschkulisse. Ah, die roten Augen. Hab ich fast gesehen. Ekelhafte Geräusche. Salz, kein Schwefel. Mensch, ich such Schwefel. Erstmal hier Kampfmesser zücken. Schwefel? Wirkt manchmal so, als ob einer einen Bogen aufzieht irgendwie. Und das war's hier für diese Folge. Wir machen jetzt hier einen Cut. Wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und lasst es euch gut gehen. Tschüss!